Ja, willkommen zurück zu Minecraft, zur ersten wöchentlichen Wochenendfolge. Genau, zur ersten Wochenendfolge. Und ja, ihr habt richtig gehört, Minecraft, diese Single-LP mit dem großen Haus, aua, wird vorerst nur noch am Wochenende ausgestrahlt. Dafür versuche ich aber dann längere Folgen zu machen. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Und zwar wollte ich in der Woche mal ein paar Adventure-Maps machen. Das Together ist ja ein bisschen verändert worden. Und deswegen, wir also verändern sowieso was jetzt gerade an den ganzen Sachen. Und das war's. Nein, klar, weil man versucht ja immer neue Sachen und je nachdem, wie sich das alles entwickelt, wird da nochmal was geändert oder auch nicht. Jetzt wollte ich aber erstmal wieder Quarz farmen, aber nicht normal, sondern ich werde versuchen mal mit dem guten Buildcraft. Ist immer noch hier, dass ich hinter den Kisten esse. Aber ich hatte auch jetzt mal ein Textur-Update hochgeladen. Da sind allerdings noch ein paar kleine Fehler drin. Wo der Stein wieder geändert worden ist. Das Wasser sieht ein bisschen anders aus. Aber dazu später mehr. Also in späteren Folgen. Jetzt werde ich aber allerdings erstmal versuchen, hier was zu bauen. Und zwar werden die ganzen Pros mich dann wieder verfluchen, je nachdem, wie ich was hier baue. Ich werde jetzt zuerst mal ein paar Landmarks, nennen die sich, glaube ich, bauen. Oh, holy shit. Ich glaube, ich brauche wieder Redstone, Mann. Warte, kurz konzentrieren. Hier. Sauber. Und jetzt brauche ich noch Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Hier ist er. So, mal eben gucken, ob das soweit klappt. Ich hoffe doch. Nein. Warum nicht? Aber warum nicht? Ich habe hier schon so ein... Achso, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich nicht aus dem Bild hier switchen kann, ich nehme mal mein Vollbild auf. Oh nein. Oh nein. WTF, ich war unbedingt wieder Redstone. Was ist denn los? So. Genau. Voll durcheinander heute. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wer bin ich überhaupt? Holy shit. So, warte, ich mach mal 3. Sehr gut. Und jetzt mache ich mal, ich glaube, ich brauche eigentlich nur 3 Landmarks. Da sind sie schon mal. Platzhalter auch genannt oder Platzmarker. Damit kann ich dann schon mal ein Gebiet abstecken. Und wenn ich die halt bepower, dann leuchten die auch noch wunderschön. Bäm. So, damit kann man wohl ein Gebiet machen, was, ich glaube, 64 mal 64 mal 64. Wer wissen will, was ein Quarry ist, bevor ich das baue, der kann ja gerne schon mal bei Goggle suchen. Einfach Q-U-A-R-R-Y, glaube ich. Und schon geht's ab. So, jetzt geht's weiter, das Quarry. Da brauche ich Zahnräder, relativ viele. Ich fange jetzt erstmal an mit Holzzahnräder. Ich meine, so ein Quarry würde ich nicht hier draußen bauen, weil das ist einfach zu heftig, was hier passiert, dann was für ein Loch entsteht. Aber in der Hölle finde ich das ganz okay. Da finde ich das super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zahnräder, WTF. Aber keine Holz, jetzt brauche ich auf jeden Fall Eisen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Holzrad und umwickelt das jetzt mit Diamanten. Eisen und Gold. So, nämlich brauche ich 3 Eisenräder. Kriegen die Diamanten auch mal einen WTF? Was ist denn da los? Ich mach mal hier wieder falsch, oder? War das nicht so? Oder muss ich erst was anderes bauen? Nee, so war das nicht. Oder muss ich komplett umwickeln? Das wäre aber zu hardcore, glaube ich. Das wäre zu hardcore, aber. Muss ich nochmal im Nachschauen hier. Oh, ist natürlich geil. Jetzt habe ich hier das Ding hier auf. Warte, Rezepte. Ich habe es mir eigentlich vorher angeguckt, aber ich weiß auch nicht, was da dran jetzt nicht stimmt. Hm, das ist aber ärgerlich. Oder geht's denn damit?
Okay, warte nochmal von vorne. Da war Eisen. Was anderes habe ich ja gar nicht. Kohlerad ist ein bisschen blöd. In Blockform ist das natürlich auch ein bisschen dämlich. So, aber na gut. Ich guck nochmal eben schnell nach hier. Währenddessen ihr mir zuhört, während ich hier toll rede. So, mal angenommen, ich nehme in neuen Tab öffnen. Dann nehme ich hier diese Engine. Ich meine, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich erzähle, während ich das mache, damit ihr was zu hören habt. Oh yeah. Natürlich scheiße. Ich habe mir extra alle Sachen aufgemacht, damit ihr nicht jetzt wie Ochs vom Berg warten müsst. Okay, das ist eine Pumpe. Pumpe muss ich auch bauen. Pumpe muss ich bauen. Für die Pumpe brauche ich erst einen Minenbohrer. Ja, WTF? Okay. Wir waren bei den Rädern, richtig? Ich kann die Seite ja... Obwohl, ihr könnt einfach mal eingeben. Buildcraft Wiki. Auf dieser Seite befinde ich mich gerade. Und klicke jetzt gerade hier mal Automatic Building. Nein. Nein. What's good? Ich habe doch extra vorher geguckt. Other stuff. Okay. Rezepte. Ah, guck mal, Rezeptebilder. Ist natürlich geil wieder hier. Das ist hier nur so. Mal so eine Ver. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Jawolle. Jetzt hier so ein schwules Zahn. Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein Zahnrad hier nehme. Ah! Also man muss das ja erst mit Stein umwickeln. Das hatte ich doch noch richtig im Kopf mit dem Umwickeln. So, das ist die nächste Stufe. Jetzt machen wir 3 Eisenzahnräder. Ah, Wolle. Da geht doch was. Braucht zwar gleich noch mehr, aber was soll es? 3 Eisenzahnräder. 2 Goldzahnräder. Also Eisen habe ich. 2-mal Gold. Ach nee, warte. Oh. Das ist so eine Scheiße. Ich muss ja erst immer dieses nach und nach machen. Oh. So, hier muss ich auch doch rausnehmen. Das habe ich 7. 3 behalte ich. Ich müsste dafür eigentlich auch mal ein Texturpackage oder Pack-Update reinmachen, weil es gibt viel schönere Texturen, zum Beispiel von Swax. Swax unterstützt die ganzen Dinger oder fast alle Mods, die zum Beispiel in Feed the Beast drin sind. Das ist eigentlich ganz geil. Da war einer zu viel. So, Goldzahnrad sieht ja sexy aus, muss ich ja schon mal sagen. Boah, WTF, 8 Diamanten. Wer, das lohnt sich nicht. Ich meine, ich habe genug Diamanten, was soll's? Ich meine, wenn man das jetzt irgendwo einbauen würde, wo auch Diamanten wären, dann wäre es natürlich obergeil. So, das ist die Diamantspitzhacke. Jetzt brauche ich Redstone. Ein Eisenzahnrad. Eisen, Eisen. Das ist hier eine Insel-Mix. Und Diamantenräder hier unten. Oh. Finde ich ein bisschen blöd. Eigentlich heißt das Quarry oder Quarry in der deutschen Sprachausgabe heißt das Steinbruch, weil ich total blöd finde, weil im Grunde ist das ein automatischer Minenarbeiter. Aber so extrem hört sich das jetzt auch nicht an. So, da wäre schon mal der erste Teil. Jetzt brauchen wir natürlich Engines. Engines, Engines, Engines. So, Rezept habe ich auch schon am Start. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt erstmal Glas. Dafür brauche ich natürlich wieder Räder und Pistons. Glasblöcke. Ach ja, in dem Texturpackage-Update gehen dann auch wieder die Glasblöcke. Also keine Sorge. Irgendwann läuft das mal wieder. Ach Mist. Oh, ich kann noch nicht sortieren.
So, Pistons. Ich ahne Schlimmes. Oh, es nützt alles nichts. Ich muss Redstone holen. Ah, also natürlich die anderen Klamotten mal eben in die Buildcraft-Kiste. Die brauche ich jetzt nicht mit einsortieren. Hatte ich hier nicht Pipes drin? Oh! Wo sind die Pipes hin? Ja, holy shit. Ist ja alles weg. Scheiße. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo dran das lag. Ich hab... Ja, klar. Na super, ey. Okay, ich glaube, da muss ich doch hier unterbrechen. Und dann werde ich wahrscheinlich mal eben kurz die alte Welt laden. Problem ist, ich habe gerade Minecraft 1.5.2 aufgemacht. Und dann dachte ich, oh verdammt, da habe ich ja noch nicht alle Mods drin. 1.5.1 wieder aufgemacht. Kam eine Fehlermeldung und jetzt ist Buildcraft weg. Dann sage ich mal ein gediegenes Penis. Okay. Mein Gott, war das wieder ein Akt. So, die Rohre sind wieder da. Was für eine Scheiße. Aber ist klar, weil der Mod war gar nicht drin gewesen in 1.5.1. Oh, da sind wieder meine Röhrchen. Hui. Ich würde sagen, dass ich mal eben unten in die Tierfarm gehe und dort mal eben Redstone sammle. Zum Keller. Ich wollte ja sowieso, glaube ich, draußen dieses Bauernhäuschen weiterbauen. Oh mein Gott. Dann werde ich momentan die Prioritäten anders setzen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Redstone sammeln. Dann vielleicht noch ein paar Sachen bauen für das Unterfangen in der Hölle. Und dann mal eben die Farm weiterbauen, weil die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hier habe ich mal eine Schallplatte gekriegt. Das war noch Zeiten. Die Zeiten der Schallplatte. Okay. Ich glaube, hier war mal ordentlich Lava. Bäm! Komm nicht so, ein Bogen. Noch einer. Man muss die immer so schnell umklatschen, dass die nicht... dass die nichts machen können. Oh, was ist das denn? Sah aus wie ein Dorfbewohner. Was ist denn los? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass hier recht viele Monster neuerdings spawnen. Oh, eine Spinne. Höhe von 13. Ja, woher denn? Genau, was wollte ich haben? Genau, ich wollte Redstone haben. Dann habe ich die Höhe ist eigentlich ganz nice schon. Da muss ich nur noch mal eben gucken, wo es hier was gibt. In der Zeit könnte ich ja noch mal ein bisschen hell hier machen. Was wollte die Depri-Musik? Lololo, hier nicht. Lololo. Hier spawnt schon mal nichts mehr. Boah, ist hier Kohle. Aber ich will gar keine Kohle haben. Hi. Ich bin da echt mal gespannt, wenn ich dann irgendwie in Folge 1300 das Quarry dann mal fertig habe. Quarry. Boah, ich glaube es nicht, ne? Das ist echt der Hammer, was hier los ist. Ich glaube, das war auch mal in einer Together-Folge. Da sind so viele Monster gespawnt. Das war echt der Wahnsinn. Da ist schon mal Redstone. Sogar eine Menge Redstone, aber irgendwie habe ich jetzt nichts bei. Ja, Kies wäre natürlich am geilsten, weil dann könnte ich das einfach in die Lava schütten. So könnte man richtig gut die Lava eliminieren. Die Lava eliminieren. So. Dann gucken, wie weit ich hier bin. 30 Stück Kies. Und Alter, zwei Bögen sogar schon. Weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Bögen machen soll. Irgendwann kann ich hier den Dorfbewohner vor. Ah ja, das Dorf. Meine Güte. Dann so alles einfällt, was man hier bauen möchte noch. Oh ja.
Ich glaube, das reicht jetzt. Ich will ja nur ein bisschen Redstone haben, was hier unten ist. Guck mal. Wollte schon sagen. Ich dachte... Achso, das geht da hinten noch voll weit. Okay, das hat so tief. Da hätte ich doch lieber einmal Wasser holen sollen. Da wäre, glaube ich, schneller gegangen. Aber wie komisch. An manchen Löchern echt voll tief. Hier wieder gar nicht. Als hat die Maus wieder doppelt geklickt. Schweiß auch nicht da schon wieder. Ich glaube, da installiere ich den Treiber mal neu. Andersrum müsste ich die Garantie in Anspruch nehmen, weil die ist doch gar nicht so alt. Okay. Moin, ich mache mir mal hell. So. Habe ich denn die Glück... Ja, sau, ich habe die Glück mit... Schön Glück. Boah, oh. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, dass da auch Lava hätte sein können. Oh, an sich für müsste es ja eigentlich schon reichen. Obwohl, warte mal. Wenn ich schon mal hier unten bin, dann gucke ich nochmal hier eben in den Wänden rum, weil ich brauche natürlich nicht nur so ein bisschen, ich brauche ja noch relativ viel. Schon allein, weil da noch relativ viele Lampen nicht angeschlossen sind. Oh. Ich laufe jetzt hier extra her, weil hier ist ja eine gute Höhe für Redstone. Oh. Das hasse ich, wenn die dann hergehen und einen dann Richtung Lava schießen, da hat man wenig Chancen. Dann fällt man einfach raus. Oh, Gold. Ich liebe Gold. Sieht wie die Musik aus, was? Hau bloß ab, Kollege. Hab mich jetzt so ein bisschen gewundert. Karotte. Wie ich letztens erstmal gemerkt habe, dass man Kartoffeln kochen muss. Also backen muss. Habe ich so voll nicht gecheckt, dass ich eine Backkartoffel machen muss. Oh, hier bin ich. Geil. Da unten geht es auf jeden Fall wieder runter. Zack, Licht an, runter, bam. Hier ist ganz viel Kohle. Bam. Och, Menno. Ich glaube, ich habe da die Idee. Rückzug. Was wundert mich jetzt? Aber was ist das denn für eine Riesenhöhle hier? Und das war eine Decke. Könnte ich schwören. Da geht's auch nochmal runter. Sehr nice. Wie hakelig der da immer um die Ecke läuft. Das ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ich will doch nur hier raus. Dass ich mir das nie merken kann. Wo war denn jetzt der Ausgang? Okay. Das erklärt natürlich die Helligkeit dieser Höhle. Und wie er auch immer weiter reingeht, aber ich hoffe, dass jetzt hier ein anderer Aufgang ist. Ich muss ja nicht unbedingt da zurück, wo mein Haus war. Ja, WTF? Guck mal auf der Map. Der sieht böse aus. Ich bin hier gerade unter meiner Tierfarm. Aber ich glaube, da kommt mir jetzt gerade so weit von bekannt vor, dass man hier hinten hoch kann. Hi! Hey! Oh.
Nee, da war es nicht. Hier auch nicht. Ach, genau. Ich glaube, ich habe... Genau, ich wollte hier zum Ende gehen. Ich habe dann sowas hier gefunden. Ich weiß jetzt nur nicht mehr echt, wo ich rauskam. Hallo? Ich könnte schwören, der Eingang war hier irgendwo an der Seite drin. Aber ist er auch nicht hier? Ne, da oben? Ne. Na, weißt du, wie ich das jetzt mache? Ihr könnt mich mal... Ihr könnt mich mal. Ich grab mich jetzt einfach natürlich durch ein Kiesfeld. Woher sonst? So, und jetzt einfach hier hoch. So ungefähr. Ja, so ist doch gut. So ist doch nice. Mal eben eine Fackel hier hin. Dass, wenn ich nächstes Mal in dieser Höhle bin, ich auch auf jeden Fall hier wieder rausfinde. Aber was für ein Scheiß, ey. Gleich bin ich oben. Aber an sich, wenn ich in so einer Welt hier leben würde, wenn ich jetzt, was weiß ich, ja, immer ein bisschen Essen brauche, wenn ich sterbe, spawne ich wieder irgendwo an meinem Bett. Und ansonsten gibt es auch nichts zu tun, die Dorfbewohner sind alle doof, dann würde ich, glaube ich, auch den ganzen Tag nur irgendwas graben und bauen. Was willst du auch anderes machen hier, ne? Also die eine Schlimme ist, ich glaube, ich komme gleich irgendwo... raus, wo ich nicht rauskommen will. Gut. Sollte ich vielleicht schon mal nach rechts ein... 47er höher, das ist... Weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt mache? Da brauche ich aber die... Dann nehme ich lieber effizient. Ich komme jetzt so hier raus. Lava wird dann nicht mehr sein. Todesmutig grabe ich mich einfach nach oben. Wenn es hell wird, dann da unten. Weil dann kommt Lava von oben. Ah, guck mal unter dem Baum. Bah, alles voll dreckig hier. Ah, genau, hier drüber und dann bin ich doch. Was soll der Scheiß denn? Oh. Ich wollte eigentlich eine Tierfarm. Oh, nicht eine Monsterfarm. Ja, WTF. Das ist doch nicht normal. Was spawnt denn heute hier? Ah ja, unter den Sensor, da musst du direkt eine. Oh. Boah. Da muss... Aua, jetzt hör doch mal auf. Unter dem Sensor muss direkt ein Repeater hin, damit der Sensor halt richtig funktioniert. Vielleicht soll ich das jetzt tun? Oh, erstmal was essen, ey, wieder zu Hause. 47 Redstone, yo. 47 Redstone, yo, biatch. So, wir sprachen von einem Repeater. Der nicht mehr vorhanden ist. Aber natürlich können wir einen bauen. Mit genau dem Kram hier. Da war es jetzt wieder. Ich konnte nicht... Da, ich habe einmal geklickt, zwei Steine drin. Was soll das denn? Nein, mach ich jetzt nicht. Ich drücke jetzt nicht den Hebel einmal, um ihn dann zweimal zu drücken. Sehr gut, das wird gerade wieder hell. Passt. Bevor ich das vergesse.
Bevor ich das vergesse, was vergessen. Dann könnt ihr auch direkt mal. Dann könnte ich auch direkt mal noch einen Glasblock mitnehmen. Und mit Glasblock macht man ja auch die Motoren, die ich noch bauen möchte. Deswegen könnte ich schon mal ein paar mehr mitnehmen. Arschlecken. Hui. So, das haben wir jetzt vorne Holz. Ja, ich mache nicht irgendwas auf einmal fertig. So, ich baue alles gleichzeitig. What the fuck? Ah ja, warte. Zack, zack, das da rein. Hier die Sachen da rein. Oh, ich glaube, Kohle hat keine Zuordnung. Tut mir jetzt aber leid. Tschüss, Leute. Mach's gut, Erde. Achso,